Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 26. August 2020. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, in dieser krisenhaften Situation, in der wir uns alle befinden, dazu den bekannten Dingen kommt ja jetzt auch noch der Herbst mit zum Teil eben schlechten oder sogar sturmhaften Wetter. Der Sommer hat ja vieles überdeckt, man konnte rausgehen, man konnte sich auch gut ausleben. Und jetzt steht sozusagen der Herbst bevor und die Krisen, die wir in diesem Jahr haben, die sind nicht wirklich gelöst. Und da darf man sich nicht wundern, wenn in dieser Zeit, in diesen Tagen, Wochen und Monaten sich die Menschen anders verhalten, als wir das vielleicht erwarten würden. Dass vielen Menschen scheinbar jegliche Vernunft abgegangen ist, dass Menschen mit Aggression reagieren, mit unverständlichen Dingen reagieren, dass es auch vielleicht möglicherweise einen Spalt gibt innerhalb von Familien, von Freundschaften, von Dorfgemeinschaften etc. Und astrologisch gesehen können wir das ganz gut ablesen, auch aktuell. Wir sollen uns ja jetzt auch, befinden uns ja jetzt auch in so einer Portaltage-Serie von 10 Portaltagen, in der auch die Energie hochfrequenter ist, was es leichter macht, in spirituellen Zuständen zu sein, wenn wir denn die Ruhe, Offenheit und Zeit dafür haben, was aber manchmal das normale Leben im Alltag erschweren kann. Auch astrologisch ist es so, Mars hier im Widder im 27. Grad wird am 10. September rückläufig. Er verlangsamt also schon sehr seinen Vorwärtsdrang, wird also immer langsamer und daher ist dieses Quadrat zum Saturn, steht hier quasi relativ stark und das ist eben auch das Angehen gegen Widerstände, auch so dieses gebremst werden, nicht? Also wie so ein Auto, wo wir Vollgas geben und gleichzeitig die Handbremse ziehen, stottert der Wagen. Und oftmals ist das so, dass wir oder auch andere Menschen diese schwierigen Gefühle und Energiezustände nicht in sich selbst verorten können, sondern da nicht mit leben können und sie rausbringen müssen und sie auf andere projizieren müssen. Und so ist eben der Unterschied zwischen manchen Menschen, die diese Situation nutzen, um etwas über sich zu lernen, um herauszufinden, wer wir eigentlich wirklich sind, um zu festzustellen, ob ihre Glaubenssätze, ob ihre spirituellen Wahrheiten auch in Krisensituationen funktionieren, die auch in Krisensituationen wachsen, über sich selbst hinauswachsen, besser erkennen, wer sie sind, neue Ressourcen finden, stärker sich auf Achtsamkeit und Mitgefühl ausrichten oder ob man eben projiziert, ob man seine Wut nach außen trägt, ob man seine Aggression auslebt, ob man mit Unvernunft und Missgunst und Neid reagiert. Auch die Venus hier, die sich jetzt hier im Krebs befindet, läuft ja in die Opposition hier zu Pluto und Saturn, aktiviert damit ähnlich wie Mars diese schwierige Konstellation im Steinbock, wo es ja auch um Werte geht, wo es darum geht, sich zu positionieren und klar Position zu beziehen in die andere, ein oder andere Richtung. Und am Sonntag ist Venus in Opposition zu Pluto. Und dann am kommenden Mittwoch in Opposition zum Saturn. Heute ganz aktuell steht der Mond im Zeichen Schütze. Er wird am Donnerstag, also morgen, wird er um 19:37 Uhr, wenn das hier richtig ablese, ich gucke hier nochmal, ja. Also am Abend wird er dann in den Steinbock wechseln. Und mit Mond im Schützen ist es ja ein Feuerzeichen und der Mond steht für unsere Gefühle und Bedürfnisse. Und wenn der Mond in einem Feuerzeichen steht, dann ist es immer so, dass die Gefühle Raum brauchen, um sich auszuleben. Und dieses gefühlsmäßige Ausleben zeigt natürlich auch, dass auch Gefühle ausgelebt werden, die halt schwierig sind, die negativ sind. Und es geht aber im Grunde genau mit dem Mond im Schützen darum, Erkenntnisse zu sammeln, im höchsten Sinne Selbsterkenntnisse, herauszufinden, wer wir eigentlich wirklich sind und daraus eine Sinnhaftigkeit, eine Weltanschauung sozusagen zu basteln, die es uns ermöglicht, möglichst
optimal mit den Situationen umzugehen, die da sind. Mit Mut im Schützen ist es sehr wichtig, sich zu bewegen, also sich weder weltanschaulich, geistig, noch emotional, noch körperlich stillzustehen oder sich sozusagen dem zu ergeben, sondern in Bewegung zu bleiben, neue Informationen einzuholen, breiter zu denken, breiter zu schauen, auch körperlich in Bewegung zu kommen, zu erkennen, dass alles, was geschieht, auch in Bewegung ist und auch wieder vergehen wird. Sonne und Merkur sind natürlich weiterhin in der Jungfrau. Die Jungfrau, ja, das Zeichen der inneren Integration. Und je weiter die unterschiedlichen Emotionen auseinanderklaffen, desto größer die Aufgabe halt, innerlich zu integrieren. Heute Morgen dann um 11:45 ungefähr der Mond im Quadrat zum Merkur. Vorsicht, dass wir da nicht in so einen Streit geraten heute Morgen. Dass wir nicht sozusagen uns um Meinung streiten, sondern dass wir eben erkennen, jeder Mensch hat ja das Recht auf seine eigene Meinung, auch wenn sie uns nicht passt. Aber es gilt eben auch zu schauen, ob aus bestimmten Meinungen heraus Handlungen entstehen, die unheilsam für mich und andere sind. Das ist eben auch das, was auch immer das Karma erzeugt, vor allem, wenn ich halt in Wort und Tat auch für andere Menschen Unheilsames bewirke, auch wenn ich mich noch so sehr im Recht fühle, und das sollte immer wieder hinterfragt werden. Ich wünsche uns heute allen einen schönen Mittwoch und sage Tschüss, bis morgen.